Und wir starten genau da rein, wo wir letztens aufgehört haben. Herzlich willkommen zu diesem weiteren Part von Echoes of the Plum Grove. Wir sind gerade beim Kochen und haben eine Suppe gekocht. Dreimal sogar. Das ist ziemlich cool, weil ich struggle gerade ein bisschen mit dem Hunger. Und dadurch, dass wir Brot, Zwiebeln und Rüben haben, habe ich dreimal die Suppe kochen können. Sehr, sehr cool. Und hier, das kann ich auch noch einmal kochen. Und wir bekommen immer mehr Rezepte, was auch sehr gut ist. Es gibt aber noch sehr viele. Genau, letztes Mal war es sehr neblig, was wirklich krass war. Also man hat fast gar nichts gesehen draußen. Und mir ist hier auch was verrottet. Das ist auch ein bisschen schade. Aber können wir nichts machen. So, und dann machen wir hier gleich nochmal eine Rübe rein, glaube ich. Genau. Oder einen Fisch. Ein Fisch wäre wahrscheinlich besser. Dann packe ich einen Fisch da rein. So. Und hier hole ich mal das Zeug raus, weil ich werde gleich ein bisschen craften. Öl brauchen wir. Die Flaschenpost packe ich mal ein. Ich kann gerade nichts mit der anfangen. Das verrottete Zeug auch. Die Würmer auch. Für was auch immer ich die in meinem Inventar habe. Man weiß es nicht. Okay. Und den ganzen Sand, den habe ich auch schon hier. So, dann gucken wir mal, ob ich... Nein, ich habe Fisch gegessen. Ich wollte nicht... Nein, jetzt ist mir wieder schlecht. Ich wollte nicht den roten Fisch essen. Nein, das war nicht mit Absicht. Ich wollte eigentlich craften. Oh je. Oh je, Mini. Okay, dafür brauche ich Kohle. Oh Gott, jetzt habe ich das voll vermiest. Ich habe nur 2 Stück Kohle. Okay. Da brauche ich noch mehr. Dann werden wir hier eins herstellen. Kompost. Brauchen wir Dreck und Würmer. Ach, ist doch für was gut. Und das muss ich, glaube ich, für eine Quest herstellen. Aber jetzt erstmal das, weil das bringt uns mehr. Einfach mal herstellen. Sehr gut. Mir ist zwar schlecht, aber ich schaff's trotzdem. Oh Mann, die Arme. Muss ich jetzt kotzen? Nein! Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe gekotzt. Es tut mir so leid. Oh nein, ich habe einfach gekotzt. Oh, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, ich hätte das nicht essen sollen. No, die Arme. Okay, was kann man denn dann noch machen? Bett brauchen wir nicht. Ich kann Angelhaken machen. Ja, du brauchst halt für alles Nägel. Für alles brauchst du Nägel. Okay, für das nicht. Aber ansonsten braucht man für alles Nägel. Das ist krass. Ich brauche Steine und Nägel für noch eins von denen. Ich glaube, dass die sehr, sehr gut sind. Die Teile. Die und die. Damit ich das einmachen kann, das länger hält. Okay, er wird eh schlecht in einem Tag. Der ja auch. Da brauche ich aber noch einen zweiten für die Quest. Hier ist auch was verrottet. Nee, getrocknet. Sieht so schimmelig aus. Nee, das ist getrocknet, Leute. So, aber dann packe ich hier meine Ressourcen wieder ein. Sammle neue. Hoffentlich, ohne dass mir schlecht wird. Aber mir ist noch schlecht. Noch eine ganze Weile, oder? Alte Schuhe, für was ich das brauche, weiß ich auch noch nicht. Oh nein, ihr ist so schlecht. Ich muss schon wieder kotzen. Nein, es dauert doch 4 Stunden. No, es tut mir so leid. Wie das auch aussieht, wenn sie kotzt. Warum habe ich 2 Äxte? Habe ich eine geschenkt bekommen? Ich glaube... Kann ich da trotzdem arbeiten? Doch, kann ich. Aber nicht so gut. Sie ist sehr langsam. Das ist okay, sie darf langsam sein. Oh nein, ich folter hier meinen kleinen Charakter. Nein, ich kotze wieder. Nein, ich kotze auf mein Gemüse. Nein, ich kotze auf mein Gemüse. Ich kann nicht weggehen. Ja, gut gedüngt, würde ich sagen, oder? Gut gedüngt. Oh, scheiße.
Es tut mir so leid. Ist ja nicht so, dass mit nur ich mein Gemüse esse, ne? Ich verkaufe das dann nicht auf dem Markt. Das. Es tut mir so leid. Nein, ich kotze schon wieder. Oh, ich gehe jetzt weg, okay? Okay, ich habe es noch gerade so nebenan geschafft, um mich zu übergeben. Aber wie oft kotzt sie denn? Da kann doch gar nichts mehr drin sein in ihrem Magen. Oh je, Mini. Immer noch besser als krank sein, aber den Fisch werde ich nicht mehr roh essen. Das weiß ich auch. Ich habe auch schon wieder Hunger. Das ist ja insane. Ich muss mir bald Essen kaufen. Hä? Oh Gott, sie kotzt wieder. Auf den Salat, der eigentlich schon fertig ist. Toll! Oder ist er schon fertig? Nee, ist noch nicht fertig. Sieht schon so fertig aus. So. Gleich kommt wieder eine Kotzattacke. Sie kotzt so oft. Ja. Das ist die Gießkanne leer. Ich schaff's ja keine 3 Meter weit. Das ist ja schlimm. Leute, esst keine rohen Fische, die in einem Tag ablaufen. Tu das nicht. Da haben wir was fürs Leben gelernt, ne? Gott. Die Arme. Naja, trotzdem müssen wir arbeiten. Geht nicht anders, auch wenn einem schlecht ist. Es dauert ja nur noch eine Stunde. Guck. Ist gleich vorbei. Und dann essen wir was, was länger im Magen bleibt. Ich schaff's nicht mal zum Wasser hin und zurück. Und rein ins frische Gießwasser. So. Ein bisschen noch. Einfach noch kurz durchhalten, dann ist es vorbei. So. Muss sie doch einmal kotzen oder ist es vorbei vorher? Nee. Okay, doch. Ah, doch, sie muss wahrscheinlich schon nochmal kotzen. Ja. Das ist so schlimm. Ich habe so Mitleid. Versprochen, hoch und heilig, ich esse nie wieder deinen Fisch. Roh. Wahrscheinlich mache ich es gleich wieder, aber nicht mit Absicht. So. Habe ich denn überhaupt Essen mit? Ja. Hier. Survival-Essen. Hier, das können wir auch essen. Die Suppe haben wir auch noch. Wie lang hält sich die? 4 Tage nur? Oh, und das Getrocknete hält viel länger. Okay, gut zu wissen. So, guck mal, du darfst gleich mal das Survival-Essen essen. Kotz es nicht gleich wieder aus, bitte. Das wäre sehr schön. Immer genug Holz farmen. Ja, guck, jetzt ist sie wieder glücklich. Ja, war doch gar nicht so schlimm. Das arme Gemüse. Oh, und wir waren nicht bei der Hexe. Die hat nur samstags offen. Och Mann, das wollte ich eigentlich machen. Das habe ich irgendwie verpeilt. Na toll. Verpasst. Kann man nichts machen. Aber wir gehen jetzt mal hier zu den Brüdern. Ach, Sonntag haben die auch zu. Okay, dann gehen wir in die Mine. Ist ja alles gut. Aber Mine ist auch wichtig. Müssen wir auch ganz oft hin. Denn da gibt es ja Kohle und Eisenerz. Und ich denke, da muss man echt oft dort gewesen sein, damit man da endlich mal genug hat. Aber heute ist der Markt. Da sollten wir unbedingt hingehen. Wie lange dauert denn der? Map. Sehe ich das? Hier. Nee, sehe ich nicht. Aber ich werde gleich hinkommen. Der wird doch eh den ganzen Tag dauern, oder? Doch. Bestimmt. So. In der Mine ist es nur so,
dass ich halt die Öllampe brauche. Und ich verwende die aber nicht die ganze Zeit, weil hier kann man nur geradeaus gehen. Damit ich nicht so viel Öl verschwende. So. Einmal runter in die Dunkelheit. So, jetzt sind wir schon da. Boah, die Musik ist so krass. Und die Axt muss ich schon wieder reparieren lassen. So. Mal draufhauen, so oft es geht. Tropfsteinhöhle. Okay, da bekomme ich sehr viel Lehm. Und Kupfererz. Sieht ganz so aus. Und hier noch. Na, komm. Hau drauf. Okay. Ja, recht viel kriegst du da wirklich nicht aus. Das ist echt insane. Oh, mir ist schon wieder schlecht. Nee, ich habe schon wieder Hunger. So, und hier konnten wir ja nicht lang. Okay, ich werde jetzt kurz Schnellreise machen. Hierhin. Damit ich nicht so lange brauche. Und ich habe Hunger. Einmal die Suppe essen. Oh, die bringt aber richtig schön viel. Das ist gut. Okay, jetzt können wir mal mit allen Menschen hier reden. Damit die mich lieben. Und hat jemand von euch eine Schildkröte? Das wäre richtig wichtig. Bitte. Ich brauche eine Schildkröte. Jack, hast du eine? Bitte. Nee, nicht Bild. Trade. Okay, er hat eine Axt. Aber keine Schildkröte. Mist. Warum nicht, Jack? Vielleicht haben die Kinder eine. Also der Markt ist schon wieder vorbei, den habe ich verpasst. Na toll. Das war ja wieder mal was. Das wollte ich eigentlich nicht verpassen, aber gut. Was soll ich tun? So, die Kinder hier, guck mal. Die Kinder haben doch sicher eine Schildkröte. Hallo, Madeline. Warum habe ich mir deinen Namen gemerkt? Ich weiß es nicht. Nein, hat sie nicht. Er auch nicht. Schade. So, dann haben wir hier das Fräulein noch. Die hat auch nichts und auch kein Geld. Das ist ja voll schade. So, Alice. Okay, Alice hat viel. Alice ist ja Schneiderin, aber auch keine Schildkröte. Schade. James, hast du eine? Nee. Da ist die Frau von dem Bauer. Hier, Agnes. Die hat auch nichts. Gemein. Okay, der Markt hätte von 10 bis 14 Uhr gedauert. Okay, gut zu wissen, für nächste Woche weiß ich's. Aber wir haben nächste Woche einen Fisch-Contest. Da machen wir doch mit. Hier haben wir einen Fisch, please. Wir nehmen alles an. Ist ja egal. So. Oh, hast du eine Schildkröte? Du hast doch eine Schildkröte. Du hast doch eine gefunden, oder? Oh, nein. Schade. Ich sollte einfach eine selber holen. Oh, Matthew, hi. Wie geht's? Ich lerne schon richtig meine Leute hier kennen. Oh, er hat einen Fisch, aber keinen, den ich brauche. Sand nehme ich. Was hat er? Oh, auch nichts. Nichts, was ich brauche. Schade. Naja, gut. Dann versuche ich noch selber zu angeln oder so. Wie er läuft. Läuft rückwärts. Warte mal, ist da gerade der Doktor reingegangen? Da möchte ich auch kurz hinterher. Die Doktorin? Ja, da ist sie. So, was hast du so? Medizin. Aber brauche ich nicht. Kann ich ihr das hier schenken?
ohne dass sie sauer ist. Sie bedankt sich. Ich glaube, es war gut. Ich hoffe, es war gut. Ist jemand gestorben? Die sehen so traurig aus. Ich hoffe mal nicht. Oder die wollen Steuern abgeben? Ich muss keine zahlen. Ich kenne diese Probleme nicht. So, was verrottet denn jetzt gleich? Da muss ich eigentlich alles verkaufen. Ich guck mal kurz zur Fischerin oder so. Die kann mir das abkaufen. Die hat genug Kohle. Glaube ich. Oh, da hat jemand eine Quest. Oh, jetzt muss ich wieder zurück. Nee. Die gehen auch alle Steuern abgeben. Es ist Sonntag, die Steuern sind fällig. So, du hast doch auch... Oh, nicht die richtigen Fische. Und er möchte Frühstück haben. Ja, dafür kriegen wir eine Mütze. Ich weiß nicht, ob wir das machen werden. I don't know. Okay, brauchen wir nichts. Das Ding ist, was hier halt richtig tricky ist, das ganze Zeug wird schlecht. Und auch wenn man Weizen anbaut und erntet, der Weizen wird schlecht, bevor man das andere Zeug dafür hat, weiter zu kochen. Und das ist natürlich anstrengend. Nein, die Fischerin ist krank. Die ist krank. Okay, mit der rede ich jetzt nicht. Nicht, dass ich mich anstecke. Ach ja, übrigens. Das Game hat keine automatische Speicherung. Das ist schwierig. Also man kann speichern. Hier, Save Game. Unter Dodo Day 7. Das mache ich mal, weil zuletzt habe ich gespeichert an Tag 4. Dann speichere ich mal. Aber es gibt keine automatische Speicherung, was sehr belastend sein kann. Ich bin nämlich auch so ein Schusse, ich vergesse das gerne mal. Aber ich würde gern irgendjemand mein Zeug verkaufen, bevor es rottet. Da erwische ich sicher gleich noch jemanden. So, ein bisschen Fischies. So. Oh nee, mit der rede ich sicher nicht. Die ist ja ganz krank. Hey, Fischermann! Schiffsmann! Warten Sie mal kurz. Oh, mit denen kann ich nicht mal traden. Aber in der Bar ist doch sicher noch was los. Was ist, wenn die Fischerin jetzt stirbt? Könnt ihr Dinge traden? Ja. Okay. Ja, sie hatte richtig viel Kohle. Okay, okay, okay. Wir haben hier 2 Tage. Das ist noch gut. Hier, 1 Tag. Das darfst du schon mal haben. 4 Tage, 3 Tage. Die Kirschen 2 Tage. Oh, ich habe Golderz gefunden. Hier, das darfst du auch haben. Da habe ich noch 3. 1 Tag. 2 Tage. Kannst du eigentlich auch alle haben. 1 Tag. 2 Tage kannst du aber auch schon mal haben. Gut. Dann kriege ich bitte 71 von dir. Dankeschön. So, bevor das alles schlecht wird, ist das sicher besser, dass sie das kauft. Weil ich dann sicher mehr kriege. Also kann ich mir vorstellen. Erkennt du Push-Ups in 50 Push-Ups kann sie machen. Süß. Süß. Da bist du aber richtig stark schon. Der ist auch richtig, richtig angepisst hier. Der kleine Boy. So. Schnell reisen. Macht's einfacher. Sollte ich öfter machen, macht's nämlich wirklich viel, viel einfacher. Da habe ich schon Holz gefarmt. Ich könnte auch noch bei meinem Anwesen ein bisschen aufräumen. Das sieht nämlich noch richtig, richtig eklig aus. Hier, das ganze Zeug. Das muss weg. So, hier kann man auch abholzen. Das Holz brauche ich sowieso. So, damit wir da Stück für Stück einfach immer ein bisschen weiterkommen. Ein bisschen wieder die Farm aufhübschen. Das ist sicher nicht schlecht. So, einmal hier, einmal hier.
So. Dann können wir gleich wieder schlafen gehen. Ist ja schon wieder nachts. Obwohl ich gar nicht irgendwie müde bin. Vielleicht sollte ich doch nochmal angeln gehen. Ich habe gehört, dass in der Nacht Angeln beim Leuchtturm gut sein soll. Aber ich weiß nicht, welche Uhrzeit. Ich weiß es gar nicht. Aber das probieren wir heute einfach mal aus. Ein bisschen hält meine Angel ja noch. Dann gehen wir noch nicht schlafen, sondern gehen jetzt noch zum Leuchtturm und gucken uns das an. So, die arbeiten noch, die Sachen. Dann kann ich hier gleich nochmal reinpfeffern, alles, was ich hier gesammelt habe heute. Toll, ich komme gut voran. Einfach Golderz gefunden. Das ist richtig toll. So. Dann würde ich sagen, gehe ich mal zum Leuchtturm. Kann ich da schnell reisen? Ja, kann ich. Ja, ist das toll. Das Schnellreisen ist so gut. Ich lieb's. So. Da hauen wir nochmal dagegen. Die zwei Holz lasse ich mir nicht entgehen. Die auch nicht. Ach, das geht nicht. So, ich habe gehört, hier soll man angeln. Geht das überhaupt? Hier geht's? Nee. Warte mal, wo wollt ihr denn da angeln? Hier? Ja! Okay, vor dem Leuchtturm. Mal gucken, was da rauskommt. Ob ich hier überhaupt was fange. Weil hier ist auch die Atmosphäre so cool. Oh ja, toll, einen alten Schuh, den ich nicht mehr verkaufen kann. Algen. Wahrscheinlich brauche ich dafür auch noch eine bessere Angel. Das ist wahrscheinlich dann so die Voraussetzung, um hier tolle Sachen zu angeln. Aber ich habe halt nur diese kleine. Ich will aber gerade nicht mit der Fischerin reden, wenn die so krank ist. Die muss erstmal gesund werden. Das mag ich eher nicht so. Ich will mich nicht anstecken. Und dann sterben. Ich bin auch gespannt, wann ich das erste Mal wirklich krank werde und so entweder Medizin brauche oder sogar draufgehe. Wir werden es sehen. Ihr könnt gerne Wetten abschließen. Aber ich hoffe, es ist nicht allzu bald. Oh, der Tag ist vorbei. Oh, richtig viel Level abbekommen. Oh, und ich bin müde. Okay. Diese Augenringe. Das ist wie in Real Life. Wenn ich zu lang stream, dann sehe ich auch so aus. Oh je. Die Arme. So, du musst ein bisschen weiter angeln. Nur ein bisschen. Dann gehen wir schlafen. Okay, ein Scampi haben wir bekommen. Und eine Muschel. Aber so lukrativ war es jetzt noch nicht. Oh, doch, ein Seestern. Den hatte ich noch nie. So, zwei Sachen ziehst du noch raus und dann gehen wir. Einmal einen Schuh. Bitte nicht noch einen Schuh. Girl, bitte. Oh, es ist ein Seestern. Okay. Dann gehen wir nach Hause schlafen. Wohlverdiente Schlaf auf dieser... Oh. Wait. Who are you? Stopp! Warum geht der so schnell? Warum geht der so schnell? Ich kann dem nicht nach. Hallo, stopp! Wer bist du? Ist das ein Geist? Oh Gott, ich komme nicht nach. Hallo? Bleib doch mal stehen. Das ist doch der Boy, den ich gesehen habe. Kann der mal stehen bleiben? Also ich verfolge den jetzt. Ist mir egal, ob ich schlafen muss oder nicht. Kann der doch mal stehen bleiben? Wo geht er hin? Hallo? Oh, ich werde immer langsamer. Weil ich kein Licht habe. Boy, bleib doch stehen.
Was passiert hier? Ich kann gleich nicht mehr weitergehen. Wo geht er hin? Er kann auch nicht weitergehen. Oder fliegt er jetzt dann? Warte mal, ist das unser... Das ist doch unser Kollege. Okay, er geht da nach hinten. Zur Hexe? Oh, hello there, dearie. Hallöchen, meine Liebe. Oh mein Gott, das ist eine Cutscene. Ist da irgendetwas, womit ich dir helfen kann? Ich bin müde. Oh, das klingt wie eine Story. Ich habe ihr gesagt, dass ich einen Geist gesehen habe. Ich habe hier noch gar keinen Geist gesehen. Aber ich bin froh, dass du hier bist, meine Liebe. Ich brauche einen Assistenten. Würdest du mir helfen? Ja, wieso nicht? Einfach um 3 Uhr morgens hier? Oh, danke dir, meine Liebe. Es ist ein wenig her, dass ich etwas verloren habe, das mir sehr wichtig war. Es ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist von meinem Hals runtergefallen, als ich die Lagunen, also den Sumpf verlassen habe. Wenn du die Brücke reparieren kannst, dann und mein Umhang, also mein Schlüssel, glaube ich, zurückbringen kannst, dann wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Ich bin mir sicher, die Brücke zu reparieren ist für dich ein leichtes. Es war immer leicht, als man jung war. Du kannst mich auch jederzeit besuchen, während ich offen habe am Samstag. In der Nacht. viel Glück, sagt sie dann noch. Okay. Das war creepy. Also der Geist ist weg. Aber das war, um mir das zu sagen, dass ich die Brücke repariere. Also so Story so ein bisschen. Wir gehen jetzt nach Hause. Und gehen schlafen, weil das ist jetzt nicht mehr schön mit meinen Augenringen. Aber ich kann hier schon wieder Holz farmen. Ist schon wieder ein neuer Tag. Ich bin auch viel langsamer, weil ich so müde bin. Das ist vielleicht auch ein Nachteil gewesen. Aber jetzt erstmal ins Bett. Das ist eh noch immer nicht fertig. Ich werde gleich noch eine Suppe essen, damit ich was im Magen habe, während ich schlafe. So. Wake up. Oha! Okay, nee. Wir schlafen 6 Stunden. Dass es nicht allzu spät ist. So. Okay, die sind fertig. Sehr schön. Da packe ich dann wieder einen Fisch rein. Oder? Warte mal. Das hat plus 5. Das hat gar nichts. Dann packe ich einen Fisch rein. Ein Scampi. Nein, ich habe ihn gegessen. Und es geht wieder von vorne los. Nein, 5 Stunden schlecht sein. Und ich kotze schon. Ich dachte, man kann alle Fischarten da drauf machen. Aber nein, das geht nicht. Und man müsste Space drücken, um den da drauf zu machen. Aber da es nicht geht, hat sie es automatisch gegessen. Ich werde wahnsinnig. Das ist ja richtig dumm. Oh no. So, wie lange hält das? 28 Tage plus 16. Ja. Gut. Keine Scampis trocknen. Hab ich wieder was Neues dazu gelernt. Ach Mann, ist das nervig. Die Arme. Stirbt die immer fast. Wegen mir. Wir müssen halt jetzt trotzdem gießen, auch wenn dir schlecht ist. Komm schon, halte durch. Halte durch. Gieße. Bitte. Kann ich das nicht schon wieder ernten? Ja, kann ich. Okay.
Oh Gott, die Arme. Wartet, ich gieße zuerst das andere Zeug, das noch nicht fertig ist. Ich glaube, ich tue ihr das nicht an, heute wieder neu zu pflanzen. Oje. Einmal kotzen. Wie lange wird es dauern, bis ich wieder einen Fisch esse, ne? Habe ich nicht erst die Frage gestellt? Die Arme, ey. Das kann ich auch schon ernten. Ich kann alles ernten, bis auf die paar Sachen. Das ist cool. Ernte es. Da kriege ich auch gleich wieder neue. Da geht gar nichts. Ich kotze auf den fertigen Salat. Lass es raus, Girl. Oh, schön. Lass es raus. Oh je, Mine. Ernte die Kartoffels. Krieg aber wirklich schöne Samen davon. Zwar nicht gleich viele wie Früchte, aber schon einige. Ich würde sagen, ich pflanze dennoch ein bisschen was. Ich habe hier die Potatoes, die Rüben und die Salatköpfe. Ach, halte durch, Girl. Nicht mehr lang. Naja, doch. Aber sagt sie es nicht. Aber Hälfte hast du geschafft. Hälfte hast du geschafft. Sie kotzt gleich zweimal? So schlimm? Wir müssen schön düngen. Schön düngen. Eieiei. Nein, warum hast du das hier nicht gepflanzt? Ich sehe schon, sie kotzt doch gleich wieder. Ja. Das ist ein bisschen anstrengend. Man sollte keine rohen Fische essen. Tut es einfach nicht. Verkauft die gleich oder weiß nicht was. Aber esst sie nicht. Das kann ich noch nicht ernten. Doch, wahrscheinlich hiermit. Ja. So, guck mal, richtig schön Weizen geerntet. Schön. Und ich kotze wieder. Diese freundliche Musik auch noch dazu. Und dann kotzt sie die ganze Zeit. Oh nein, die Arme. Ich hasse es. Aber es ist irgendwie auch funny. Hat nicht lang gedauert, dass ich wieder ein Fisch esse. So. Dann hoffen wir mal, dass mir das nächstes Mal nicht passiert. So, schön viele Weizensamen habe ich da bekommen. Das ist ja wirklich toll. Aber ich muss irgendwie wieder auskotzen hier. Oh je. So, gieß mal hier schön die Felder. Brav. Dann pflanzen wir hier zweimal hin. Und die machen wir hier hin. Die kann es schon wieder nicht halten. Wie viel hast du denn im Magen, Girl? Oh, jetzt sieht sie wieder glücklich aus. Oh, sie kotzt jetzt glücklich. Sie kotzt glücklich. Das war gerade noch so. Einmal muss ich noch und dann geht's gut. Oh, nö. Okay, uns geht's wieder gut. Haben wir noch irgendwo Samen? Ja, hier tatsächlich. Ganz viele sogar. Die pflanzen wir noch schnell. Und dann haben wir wieder ganz viel neues Zeug zum Einmachen und zum Verkaufen. Und zum Kochen.
Obwohl, die Zwiebeln sind jetzt noch nicht reif, glaube ich. Das ist ein bisschen schade. So. Girl, du machst das toll. Du bist eine Maschine. Wie wird das erst, wenn sie schwanger wird? Ist sie dann auch die ganze Zeit schlecht? Da müssen wir aber noch gucken, denn dafür brauchen wir erstmal einen Mann. Und erst, ja, das war's mit der Folge, würde ich sagen, erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, mir geht's dann nicht so schlecht wie in der Folge. Aber ja, das war ja was. Aber wir haben spannende Dinge erlebt und einen Geist verfolgt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt und ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Ciao!